So, yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video vom Testserver dieses Mal. Ja, ich wollte nur erwähnen, dass unten links immer noch Release 212 steht und sich ein bisschen was an meinem Account geändert hat, also reittiermäßig und steinemäßig und so weiter und so fort. Das heißt, man kann jetzt minimal besser testen, aber was natürlich immer noch fehlt, sind gute Verzauberungen, ja. Also hier sieht man auch einfach mal, dass gute Steine an sich nichts, also wirklich fast gar nichts ausmachen im Spiel. Und es viel mehr wirklich auf die Wissenstalente ankommt. Und aber am allermeisten darauf habe ich jetzt 2, 3 oder 4 Mal eine goldene Verzauberung auf meinem Item, ne. Das ist wirklich das, was ich persönlich relativ krass wichtig finde, und das merkt man auch noch mal genau durch dieses Beispiel. Ja, und zu den Neuerungen, da müsst ihr im Prinzip die Posts aufrufen, und hier gab es einen Post von dem Drakensang Online offiziell Team. Das ist aber halt schon vor einem Tag gewesen, und ich glaube, das müsste so ein was halt normalerweise nur 24 Stunden verfügbar ist. Das sieht man, indem man hier dann einfach auf das Symbol klickt. Das kennt ihr vielleicht auch von der App von Instagram. Da klickt man dann auf Symbol und dann hat man für 24 Stunden das geteilt. Wenn man aber den Link hier eingibt, kommt man auch noch nach der Zeit auf das Video. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen und dann wirklich jetzt mal im Prinzip ermitteln, worum es denn darin gehen könnte. Ja, und dann fange ich jetzt einfach mal an und klicke mal auf Play. Also man sieht ja am Anfang schon mal so einen Schrein, den man anklicken muss, um wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich irgendwas zu starten. Und dann läuft der CM Jese jetzt halt hier los, und hinter ihm ist irgendwie so eine Art Trollgnome, die kennen wir ja schon, diese Schatztrolle. Und er haut halt immer mal auf diesen Typ ein und stoppt den irgendwie mal kurz und macht halt Schaden an dem. Und jetzt spawnen hier Monster. Und jetzt besiegt er erstmal diese Monster. Wie man sehen kann, es sind so die typischen Monster dabei, wie zum Beispiel die Wölfe und auch die Gnome, also die Fieslinge und diese Eis-Giganten. Aber hier auch neue Monster, die wir ja auch schon auf den Konzeptarts sehen konnten. Und die können so einen Blitz vor sich beschwören, der einfach so geradlinig geht, und das ist halt auch eine neue Animation. Ja, das Feld hier unten ist so raster-schachmäßig eingestellt, oder sieht zumindest so aus. Vielleicht gibt es da verschiedene Dungeons mit verschiedenen Aufgaben, dass man da so gesehen wirklich mal eine krasse Abwechslung hat. Ja, und jetzt wird das Vieh erstmal weiterverfolgt. Immer wieder mal gestunt und Schaden drauf gemacht. Und dann schauen wir mal, was jetzt gleich passiert. Okay, jetzt ist das Vieh gestorben. Und es scheint ein Unique gedroppt zu sein. Man sieht aber nicht welches. Es ist meiner Meinung nach ein Gürtel, weil es ja ein DK hier ist. Und jetzt tötet er noch ein paar von den Mobs. Besondere Sachen liegen nicht auf dem Boden, also das ist ganz normales Standardzeug bis auf das Unique. Und jetzt geht er aufs Reittier. Und das Reittier kennen wir ja auch schon, ne? Das ist wie so ein Roboter, und der war auch schon mal in einem Teaser-Video von mir zu sehen. Genau. Ja, und das war's dann auch mit dem kleinen Ankündigungsvideo von dieser Seite, also mit dem Spoiler-Video. Genau, new challenging Dungeons are coming with the next release. Sollen es halt herausfordernde Dungeons sein, die dann halt auch mal einen gewissen Hintergrund haben, wo man halt wirklich mal eine Aufgabe lösen muss. Genau. Halloween Event Contest soll es wieder eingeben. Man kann ein Jahr Deluxe gewinnen und 100.000 Andermant und 1.000 Draken. Und man muss halt ein Foto senden bis zum 28.10. in einem selbst
gemachten oder gekauften Kostüm, was mit Halloween zu tun hat, ne? Da sind auch schon ein paar Leute hier, okay. Aber das ist definitiv nicht der Typ selber. Oder kann das auch in-game sein? Ich check's gerade nicht so richtig. Send us your custom photo until blablabla mit einem selbstgemachten oder gekauften Kostüm. Ja, trage ein selbstgemachtes oder gekauftes Kostüm. Keine Bilder vom Internet. Ja, siehst du? Also manche haben es halt nicht gecheckt und haben Bilder von DSO reingepostet. Müsst ihr halt wirklich ein Bild von euch selber machen. Ja, halt wieder so ein Artwork. Weiter unten dann natürlich immer die Events und so. Hier gibt es auch irgendwas Neues bei Tabo. Der soll halt direkt irgendwelche Reiserationen verkaufen. Aber was es genau mit denen auf sich hat, man sieht ja hier im Prinzip, dass es um die Bosse geht. Aber was es wirklich genau damit auf sich hat, weiß ich nicht. Genau, das war mal ein Bonuscode. Und hier gab es dann die Konzeptsachen, also hier wie so eine Art neue Plattform. Das ist, teilweise in Kingshill gab es ja jetzt auch schon eine neue Plattform. Oder hier zum Beispiel ja, auch ein Artwork von einem neuen Dungeon. Hier halt einen Konzeptart, na, also wie irgendwie so ein Schrein aussehen kann. Hier hat man ja auch schon Bilder gesehen von irgendwie, haben mit solchen Leichen und so weiter und so fort. Und das sind ja die neuen Gegner, die waren auch schon zu sehen. Die habt ihr ja auch schon im Video jetzt am Anfang gesehen. Und Video und das sind jetzt die Chronikfotos. Eigentlich gab es auch noch irgendwie was anderes, was ich hier gerade vermisse. Titelbilder, Gäste Map, Bonuscodes, okay. Videos, ist da vielleicht was dabei? Nein, da ist nur das. Premium Tag, das ist das mit die Schultern. Okay. Gut, also noch andere Beiträge kann ich hier jetzt nicht erkennen. Und damit würde ich mich natürlich erstmal recht herzlich von euch verabschieden. Haut rein, euer Zardas.